War das jetzt ein Boss? Ja, ich denke mal. Hey, ihr könnt den Nahkampf erwischen, aber wenn ihr nah genug dran seid, dann erwischt euch dieses komische blaue Gas und ihr seid irgendwie fast sofort tot. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist, aber ich fürchte, wir sind allein. Ich wollte gerade sagen, die sind doch bestimmt nicht von alleine so blau. Diese Konsole und die Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Komm mal her, hier liegt noch Munition. Los zurück. Ja, ich weiß, was man machen muss. Ja, okay, klar. Egal, keine Munition verschwinden. Weißt du, ich vermisse ja schon ein bisschen diese Textdokumente. Was ist denn das 203? Ich kann es nicht lesen. Etwa 022. Mit Lukas auch links und rechts. Wenn du jetzt drauf drückst, dann tust du dir eins machen. Du kannst nur noch die eins machen. Das mach. Das war ja schon offen. Warte, lass mich. Ja. Ah, ups. Oh, scheiße, 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 scheiße. Dass wie einfach ein fucking Zombie bis fast dein ganzes Leben auslöschen kann. Ja, ich. Warte, ich komme zur Hilfe, ich komme zur Hilfe. Ach, nein, nicht ausweichen, retten. Schön, wie du erstmal gerollt bist. Kommt da einfach aus dem Nix angesprungen. Na, verdammt. Ich glaube, du hättest nicht zwei Türen auf einmal aufmachen sollen. Ja, echt klar. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Ich bin so Ich fürchte, kaputt, wir sind Leute. allein. Hat. Ja, Mann, Konsole und selbst die fährt Ziffern sich auf nur den Türen hängen durchgehend wohl und ist zusammen. witzig hier und meine Freunde sind in dem Badezimmer wieder verschwunden, wie immer. Ich sitze jetzt hier alleine. Juckt uns reichlich wenig. Ex. Ja.
Was macht ihr gerade? Oh. Genervt sein. Dann sollte nicht genervt sein. Danke. Was zum Teufel war das jetzt? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, ich bin tot. Ja, da war ich ihn aber mit der Schrotflinte in die Lunge geschossen hab. Alter. Gott, meine Freunde sitzen jetzt oben im Badezimmer. Was? Mit. Wenn so jemand daherkommt, dann bin ich halt sofort. Nö. Dann sucht mich die Scheiße, oder? Mhm. Ich nicht mal. Ah, die Typis kamen alle nur, weil der eine Mega-Zombie die aufgeschreckt hat mit seinem Schreien. Ja. Aber weißt du was? Mhm. Ich muss aufs Klo. Und zwar ziemlich dringend. Ich auch. Okay, bis gleich. Ja, ich meine, kann gut sein. Ich meine, seine Freunde hocken im Badezimmer. Lass mal irgendwie random einen Discord joinen, während die da rumhocken. Das hört sich doch nach einer guten Idee an. So richtig eine dumme Scheiße. Ich kann übrigens. Ich bin wieder da. Gut. Warte mal, was steht denn da vorne dran? 2. Ja, 2 und ja. Also richtig halt gut. Nö. Dann gibt's ja nur noch eine andere Möglichkeit. Ich hab's. Sind das Leichen? Ich hoffe es mal. Okay, die Türe nicht aufmachen. Schauen wir da rein. Die Türe kann man aufmachen, da steht anscheinend nur ein einzelner Zombie drin. Auch ein Zombie. Hier liegt einer am Boden, der potenziell aufstehen könnte. Ja. Weißt, ich laufe einen Schritt und Dion stolpert so, als wär's. Das ist sicher. Okay, das ist ein Sicherheitssystem. Man muss nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Oh. Also, die Zahl mit 1 und 0, 2, 1, 0, 2, niemals eintippen. Okay, also warte mal. Machen wir mal 0. Puh. 2, 1. Alter, sofort perfekt. Einfach gehen. Ja. Ich meine, alle überall waren nur Gegner drin. Also, wenn juckt. Das war Glück. Ja. Wenn ich es gemacht hätte, hätte ich es falsch gemacht. Ja. Ah, ich habe in der Zwischensequenz Tab Umschalt gedrückt. Hm. Und jetzt. Moment, den ich Caps Lock nicht mal an. Abra muss in der Nähe sein. Wer? Bitte sei okay. Der Witz halt, er zieht halt trotzdem Wachs. Das war. Das hat mir jetzt, glaube ich, ein so ein Viereck gekostet. Oh. Kommen wir von hier? Nee.
Nein. Du wolltest gerade irgendwas sagen. Ich schätze mal, es kommt gleich irgendwas, was traurig sein soll. Ja. Ich meine, die Musik stimmt schon zu ein, oder? Mhm. Hier noch irgendwas? Warte mal, ich will mal die um. Lauf mal durch den scheiß Vorhang durch. Wann kam das Spiel raus? Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, das ist nicht ein AAA-Spiel, das hätten sie ja auch machen können, oder? Ja. Na, ich glaube, sonst gibt's anscheinend nichts. Ja, machen wir mal weiter. Komm schon, wo bist du? Nee, der ist nicht lebendig, aber der hier, der wird garantiert lebendig. Okay, dann geh du mal vor. Jetzt wurde er bei mir lebendig, das wäre es halt echt so. Ah. Der ja, aber. Krieg ich ja alleine hin. Echt, jetzt hier ist ein Raum und da ist einfach nichts. Blaue Kisten. Debra, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Debra, ach so, das war ein Mädchenname. Und hier ist ein Zombie. Aha, meiner. Auch gut. Ah, warte, da war noch irgendwas, oder? Ah, ne. Ich kann es gut untersuchen. Alter, geil. Und das Spiel hat anscheinend Echtzeitreflexion. Ja. Sogar. Kein Vorhang, so eine einfache Physik für. Ja, wie nennt man das? Also einfach eine Spiegelung einfach. Ja, ja, aber ich meine jetzt diesen Vorhang vor. Ja. Ja, sowas, da hat anscheinend das Geld nicht ausgereicht. Sie auch nicht. Nach wem suchen wir? Bist du gerade wieder gestolpert? Ja. Also. Ich das. Was war Silent Hill 2? Ja. Du musst jetzt hier. Ja, auf das hier. Ja, auf natürlich ist noch rotes Kraut. Oh, oh. Ich hab kein grünes. Oder? Ah. Ich hasse es einfach, dass. Ne, ich habe kein grünes. Ja, ich leider auch nicht. Verdammt! Werden Sie mich noch lange auf die Folter spannen? Oh, ich schlag die doch! Das ist einfach. Aber uns läuft die Zeit davon. Bitte, Leon, haben Sie noch etwas Geduld? Wie oft soll ich die noch treten? Danke. Alter, wie Leon stöhnt. Seine Ausdauer ist leer. Also ich habe gerade fast eine Ego-Perspektive. Hm. Also ich mach mal einen Screenshot. Und da was? Das Spiel hängt wieder, oder? Ah ne, läuft wieder. Und? Rede mit mir. Hörst du mich noch? Bist du ganz weg? Ich bin nicht weg. Also du hast... Du bist halt einfach gerade total voll hier rumgeglitscht. Du auch. Ja. Aber dann frag dich, an wem liegt's wohl? Vodafone ist schuld. Ey, was haben die hier gemacht? Warte mal, wir können hier rein, lass mal hier reingehen.
Also was war da in diesem Raum? Ne, da ist ich das Ziel. Ist man dann... Gehen wir mal hier rein und schauen, was die hier... Ah. Hier müssen wir E201. Wir müssen da am anderen Ende so ein Schalterding betätigen. Ist das? Vor 3 Tagen waren die noch nicht hier. Ada Wong. Ada. C-Virus. Was zum Teufel? Okay, ich ahne schon, was da für ein Twist kommt. Ja, der böse Wichtig, dieser komische Typ mit dem Ring. Ist es das, was Sie mir zeigen wollten? Nein, ich dachte... Ist so... Hä? Ada! Was zur Hölle habe ich da gesehen, Ada? Diese Frau oder was auch immer, Sie kennen sie? Ich denke, schon. Ja. Ich meine, die taucht dauernd immer auf und nicht immer mysteriös. Guck mal, was ist das? Nein, du. Verschlossen. 201. Müssen wir jetzt ganz zurück? Wo kommen wir da? Warte, ich schau mal, ob wir... Nee. Ah, hier. Müssen wir das nochmal machen? Ja. Oh, wow. Es gibt ja nur einen Raum. Mann, das ist ja schon so für mich. Hä? Oh, da war noch irgendwas Leertaste. Ach so, die Tür ist zu. Wir können also nicht zurück. Lösen Sie das Rätsel. Lecker! Krieg dich gleichzeitig auch noch. Oh, nein. Ein Hund. Ja, wo ich da? Ja, unter dir. Oh. Deswegen denkst du, der kannst du nicht erwischen, gell? Ah, man kann ihn aber erwischen. Du hast nur scheiße gezielt. Nichts machen. Was haben die hier halt schon wieder gemacht? Komm weiter. Ich will nicht ohne dich gehen. Das erinnert mich jetzt auch an Resident Evil Revelations 1. Ich hab's. Man muss sie nacheinander aktivieren. Warum muss alles immer so kompliziert sein? Eine sehr berechtigte Frage.
Oh, ein Zombie. Mein Mais esse ich eine schlechte Nahkampfattacke, wenn der Kopf nicht explodiert. Ah, da kommen jede Menge. Ah. Und wie viel Leben hast du verloren? Ja, ein ganzes Viereck. Das geht ja noch. Ich mag's, dass der Helle, na, Deutsch aussprechen, aber vorhin Aiden Adam nicht. Au! Ja, da. Ich glaube, die spawnen ja unendlich. Kann gut sein, kann gut sein. Ach, da rammt ihn seine eigene Flasche in den Rücken. Ah, okay. Ah. Weil die ersten Male sahen das irgendwie viel Messer aus. Hier, runter. Ah. Da kommen natürlich noch mehr Zombies. Und natürlich konnte ich. Hat er mich erwischt, ohne dass ich irgendwas machen konnte. Weißt, eigentlich. Von reiner Spiellogik sollte der Zombie mich halt kaum Schaden machen. Wenn ich einfach sofort gerettet werde. Weißt du, wenn es nicht 5 war, so. Und hier, ja, ich mache jetzt erstmal ganz viel Schaden. Ohne dass ich überhaupt was gemacht habe. Ich schieße ins 5-6 Mal in den Kopf, du einmal erst stirbst. Der Kopf nicht explodiert. Gut. Nein! Oh, ich hatte wieder Zombie hinter uns. Ja. Ich glaube, da stand irgendwas, was man mit V machen konnte. Ja, ja, komm, schnell. Oh nein! So, hab's. Ich höre ihn, ich sehe ihn schon zu dir herren. Der hat dich schon gerade geschlagen. Und ich stecke immer noch in der Zwischensequenz fest und kann nichts machen. Ah! Bist du tot? Nee.
Ah, toll. Ach, Mensch. Das ist mir gerade jetzt alles zu stressig. Was? Keine Ahnung, was ich da erwischt hatte. Ich hab's selbst nicht gesehen. Raus hier. Danke. Schnell jetzt den Schalter drücken, sonst klappt die kommen endlos. Oh nein! Der hat ja trotzdem so... Boah! Seien Sie vorsichtig. Wir überrennen uns, wenn wir nicht aufpassen. Ich war in der Nahkampf-Animation! Was gibst du mir da überhaupt? Ich meine, ich bin jetzt total... Keine Ahnung. Denn... Ich bin eigentlich so gut wie tot immer noch, verstehst? Kommst du? Ja. Das sind einfach so viele. Wir müssen rennen. Na los. Ach so, wir müssen rennen. Ja. Ah, toll. Ja, toll. Ja, echt scheiße, dass man das nicht ab... Kann man das irgendwie abbrechen? Ich bin tot, ey. Zombie frisst mich jetzt. Ja. Aber ich meine, in Teil 5 konnte man sowas zum Beispiel, wenn man irgendwie an der Tür war, konnte man das ja noch... Ja, da stand es auch groß fett dran mit Kreis abbrechen. Ja. Die haben die es anscheinend einfach abgeschafft. Ja. Als ob. Ich kann was ich irgendwie schon vorstellen, aber es ist halt unfassbar dumm an sich. Kommt der Typ ja auch runter? Jetzt einfach Schalter drücken, komm. Ja. Hätte man gleich so machen können. Ja. Doch noch bevor das Vieh gekommen ist. Ja.